Und das dann auch am besten sofort. Also Onkel Willi, der hat nur ein Auge. Ja, einäugige Verwandtschaft und so ist schwierig jetzt zurzeit. Kaufe ich nicht. Ich weiß nicht, ich bin noch nicht ganz überzeugt, so gerade was die Spiele angeht. Ich weiß nicht, so ein Zelda haben wir jetzt drüber gesprochen, das sieht super geil aus, wenn ich es mir gerade angucke. Und nochmal. Das ist ja auch nicht mal Launch-Titel, also Launch-Titel nee. Sind echt ja, genau. gesät. Also wer Pilot Na, ist schon relativ viel, so ja, was da kommt. Alles, ja, ne? Gut. Ja. Nee, aber auch so ein Zelda jetzt, das sieht alles toll aus und so. Aber, das große Aber für mich ist, man sieht genau, dass es ein N64-Titel ist. Die Engine ist frickelig an den Rändern, Kanten flimmern etc. Und so sehen eigentlich fast alle Spiele aus. Ich meine, gut, Street Fighter war jetzt eine Ausnahme, das sieht nicht ganz so wild aus. Das Icarus sah grafisch auch relativ okay aus, obwohl es sehr spartanisch halt gehalten ist, wenig Details und so. Und das wird halt auf dem 3DS wahrscheinlich so bleiben. Gerade bei 3D-Hardcore-Titeln, da muss man ja immer zwei Bilder gleichzeitig berechnen und so, das ist grafisch intensiv. Und ich glaube, dass sie da nicht so viel rauskitzeln werden und weiß ich nicht, da hört für mich da Resident Evil sah okay aus, aber da hast du dann auch wieder, da fängt das Kantenflimmern irgendwann an und so und ich weiß nicht, das macht für mich den Spaß ein bisschen kaputt, muss ich ehrlich sagen. Aber wenn man schon am DS begeistert war, ist das das ultimativ krasse Scheißding. Dann muss man das kaufen. Und ich habe auch sehr schnell an meinem DS den Spaß verloren irgendwann. Der liegt bei meinem Sohn da, wo er für mich meiner Meinung nach hingehört. Ja, und so ist es mit dem 3DS genauso, denke ich. Auch wenn es halt Hardcore-Spiele geben wird, wo ich sehr fasziniert und überrascht von bin, dass es doch so viele sind. Da waren hier auch einige 18er, 16er Titel und so. Das ist schon nett, ja. Also ich werde es mir direkt so nicht kaufen, aber wahrscheinlich meinem Sohn schenken. Habe ich auch einen Grund. Ja, kannst du selber noch ein bisschen loslegen. Und das war hier die Gamer-WG und eine Hälfte von Ravioli quasi. Und von der 3DS Experience Night in Köln. Schön, dass ihr zugesehen habt. Tschüss! Ciao! Ich mach einfach ein neues...